halte ich fest, wie ich meine Reifen wechsle und welche Mittel ich dafür benutze. Ich benutze dafür einmal diese Reifenmontagepaste. Der Kilo einmal kostet 3 Euro, kommt noch Versand hinzu. Also man ist unter 10 Euro mit so einem Eimerchen gut ausgerüstet. Normalerweise nehme ich ja Spülmittel und schmiere das dann hier an den Felgenrand bzw. an die Reifenwulst. Und dann kriege ich den Reifen wunderbar ab und auch später den neuen Reifen prima wieder drauf. Bei dem Baron, der mit einer extrem dicken Karkasse ausgestattet ist, gestaltet sich das Ganze natürlich sehr, sehr schwierig. Da hat man dann ganz schnell mal ein paar Blasen an den Daumen. Und um das zu verhindern, benutze ich diese Reifenpaste. Dieses Video ist entstanden, weil ich vorhin den Trail King getauscht habe. Der hat nämlich auch eine dicke Karkasse. Und genau da habe ich diese Reifenpaste benutzt. Und ich war 0, nix fertig. Da habe ich mir gedacht, das muss ich doch mal auf dem Video festhalten. Und deswegen ziehe ich heute den Baron mit der dicken Karkasse auf mein Hinterrad. Auf die DT Swiss H1950. Extra für E-Bikes. Mit einem Zulassungsgewicht von 150 Kilogramm. Damit kann ich ordentlich springen und die ruppigsten Trails fahren über Felsen und was sonst noch so kommt. Die Felge hält es aus. So, ich wünsche viel Spaß. Die Felge hatte ich jetzt über ein halbes Jahr auf meinem Hinterrad. Die werde ich jetzt aber für andere Dinge benutzen. Denn ich habe mir direkt noch ein neues Hinterrad bestellt. Da ziehe ich dann den Baron drauf. Also wenn neue Reifen, dann auch neue Felge. Da ich ja immer noch nicht tubeless fahre, nehme ich diesen Schlauch. Das ist ein etwas größerer. Der hat ein Gummi von 0,9 mm. Die Schwalbeschläuche sind nämlich dünner. Und somit habe ich einen wesentlich sicheren Pannenschutz. Der wiegt zwar ein bisschen mehr, die liegen meist so bei 220 Gramm und dieser wiegt 325 Gramm. Sind halt 100 Gramm mehr auf dem Hinterrad. Ein bisschen Milch fülle ich ja auch noch ein und somit kann eigentlich nichts passieren. Da der Schlauch mit einem Autoventil ausgestattet ist, habe ich mir auch gerade noch die Felge, das Felgenloch für das Ventil vergrößert mit 8 mm. Somit passt das Autoventil dadurch. Das Ausschmieren der Paste hat folgenden Vorteil.
Der erste Vorteil ist, dass man beim Reifen aufziehen den dicken Mantel wesentlich schneller und geschmeidiger auf die Felge kriegt. Und wenn man irgendwann mal den Mantel wieder abmachen muss, klebt das Material nicht so an der Felge. Habt ihr das gesehen? Drauf ist er. So, jetzt auch noch die andere Seite ein bisschen einschmieren. Ich benutze extra die weiße Paste, damit man auch sieht, wo man ihn geschmiert hat. Und auch immer schön noch auf die Felge. Und dann flutscht es doppelt so gut. Fertig. Thank you.
Abschließend noch das Resultat. Der Hinterreifen mit dem Baron und der dicken Karkasse ließen sich dank dieser Reifenpaste wunderbar auf die Felge aufziehen. Und auch das Vorderrad ging im 0,nix. Paste drauf, Reifenheber zu Hilfe nehmen und dann langsam in die Felge reinflutschen lassen. Ja, super. Auch der Ersatzreifen hat den alten Noppi Nick bekommen. Hier brauchte ich so gut wie gar keine Reifenpaste, weil der Reifen saß ja schon mal auf der Felge. Das war nur so ein Flucken, aber ansonsten ist das schon sehr genial mit so einer Paste. Spülmittel hilft auch, Vaseline auch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mit dieser Paste klappt das wunderbar. Sorry für die Werbung, aber ich bin sowas von begeistert. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht.